Wir sind damit bei einem radikalen Themenwechsel. Wie Sie vielleicht schon den Medien entnehmen konnten, gibt es einen Fall, der nun wirklich viral geht, muss man sagen. Denn ein 26-jähriger Mann ist bei seiner Hochzeit im Schloss Vösendorf von der fremden Polizei festgenommen worden. Und ich habe jetzt den Anwalt von dem Bräutigam, nämlich Herrn Dr. Gregor Klammert, bei mir. Grüß Gott. Grüß Gott. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Man hat das heute überall schon mitverfolgt. Keiner hat sich so wirklich ausgekannt, was ist da passiert. Darum würde ich Sie bitten, wir rollen das Ganze einfach nochmal auf. Man hat schon ein paar Videos gesehen für alle Zuseher, die den Fall nicht kennen. Was ist da vonstatten gegangen? Warum wurde diese Hochzeit unterbrochen? Also warum sie unterbrochen worden ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es ist ja auch meine Position und ich glaube auch die Position des Höchstgerichts, dass eine solche Unterbrechung nicht rechtmäßig ist. Aber nun mal von Anfang an, also grundsätzlich, das Paar hat schon im Sommer gedacht, sie wollen heiraten, kennen sich ja auch schon lang genug und haben dann sich schon eben beschäftigt damit, die ganzen Dokumente vorzubereiten. Währenddessen ist ein Asylverfahren gelaufen und das ist dann ziemlich abrupt negativ erledigt worden. Mhm. Die endgültige negative Erledigung war auch nur 10 Tage vor dem Eheschließungstermin, und bei dem, als der fixiert worden ist und auch die ganzen Dokumente schon vorbereitet gewesen sind, hatte man eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass da ein baldiger Abschluss zu erwarten ist. Aus unserer Sicht war das absolut deren Recht, diesen Termin dann beim Standesamt wahrzunehmen. Die Standesbeamtin hat ja auch die Einladung ausgesprochen und sozusagen mitgewirkt. Und wir hatten ja auch schon einmal so einen Fall, genau dieselbe idente Situation, wo es auch um einen abgelehnten Asylwerber ging, der ebenfalls eine EU-Ausländerin heiraten wollte. Also in dem Fall hatten wir jetzt eine Deutsche. Und da hat das höchste Gericht damals, als auch eine Festnahme ausgesprochen worden ist während der Eheschließung, ganz klar gesagt, dass diese Eheschließung nicht mehr unterbrochen werden darf. Und dabei ist insbesondere eben zu beachten, dass durch die Eheschließung selbst bereits ein Aufenthaltstitel ex lege von sich heraus automatisch entsteht. Mhm. Und deswegen, weil das ja schon höchstgerichtlich einmal behandelt worden ist, diese Frage, haben wir natürlich auch aufgrund der Änderungen bei der Behörde, dass dann eben Festnahmen auf solche dramatische Art und Weise nicht mehr ausgesprochen worden sind, auch damit gerechnet, dass die Eheschließung völlig ohne Zwischenfälle im Schloss Vösendorf auch passieren wird. Das durfte man auch erwarten, weil grundsätzlich man in einem Rechtsstaat ja auch erwarten kann, dass wenn einmal ein Fall so entschieden worden ist, dass die nachfolgenden Fälle auch gleich behandelt werden. Dazu sind die Behörden ja auch verpflichtet. Und deswegen war die Überraschung und auch die Enttäuschung umso größer, als dann ein Zugriff erfolgte, nachdem ja bereits auch schon das Einlauflied von Ed Sheeran gespielt worden ist. Mhm. Also das ist wirklich eine Art und Weise, wo man, wenn man jetzt doch schon vom rechtlichen Rahmen, der aus meiner Sicht völlig geklärt ist, dass das rechtswidrig ist, so muss man ja auch die menschliche Seite betrachten, wirklich unter aller Kritik ist, ja, wie hier vorgegangen worden ist. Ich darf auch anmerken, das hat mir die Braut auch gesagt, ist, dass Anwesende, sowohl die Standesbeamtin als auch der Polizisten, das lustig gefunden haben und zum Lachen angefangen haben, als die Festnahme stattgefunden hat und sie die dann zur Rede gestellt hat, wie das sein kann, dass man in einer solchen wilden Situation noch zum Lachen beginnt, wo schon eigentlich das Einlauflied gespielt worden ist, alle zu Tisch sitzen. Also das ist wirklich sowohl von den Rahmenbedingungen, auch vom rechtlichen Rahmen unter aller Kritik. Welche Nationalität gehört der Bräutigam an? Er ist Türke. Er ist Türke. Und wo haben die sich kennengelernt? Vielleicht, dass man das mal ein bisschen für die Zuseher noch erläutert. Wie hat die Liebesgeschichte begonnen? Sie haben sich im Restaurant vom Onkel kennengelernt. Mhm. Sie ist dort berufstätig. Er ist dann später berufstätig geworden, auch mit einer AMS-Bewilligung. Das ist auch eine Sache, die derzeit kursiert, dass er angeblich illegal gearbeitet hat. Das stimmt nicht. Er hat eine AMS-Bewilligung gehabt in diesem Restaurant zum Arbeiten bis zum Mai 2024, also noch immer aufrecht. Und daher, so hat das halt alles angefangen, aber schon vor längerer Zeit, also vor über 1,5 Jahren, dass sie sich, soweit ich weiß, das erste Mal kennengelernt haben und dann ein Jahr später im Sommer, dann letzten Sommer entschlossen, dass sie auch zusammenbleiben wollen und heiraten wollen. Mhm. Das heißt, er war, man kann sagen, gut integriert, er hat hier eine Arbeit gehabt. Mhm.
und prinzipiell dann ist das Ganze eben eskaliert. Jetzt gibt es ja ganz viele Meldungen unter dem Video, unter anderem, wir spielen es übrigens auch immer wieder ein, vielleicht können wir das auch gerne nochmal groß machen, da sieht man nämlich das, was Sie vorher schon geschildert haben, prinzipiell auch, dass prinzipiell die Zeremonie begonnen hat und da wird das Ganze natürlich nochmal erklärt, auch mit einem Schriftsatz, das heißt eben nur 10 Tage vor der Hochzeit erhielt eben hier Ihr Mandant überraschend dann die negativen Entscheid über das Aufenthaltsverfahren. Können Sie ausmachen, warum das jetzt auf einmal dann eigentlich der Fall war? Was hat dazu geführt? Im Asylverfahren meinen Sie? Genau, im Asylverfahren. Naja, also im Asylverfahren grundsätzlich ist es so, dass wenn man ein Asylverfahren hat, hat man ja das Recht, das ergibt sich aus den Menschenrechten, dass man eine mündliche Verhandlung bekommt. Das bedeutet, dass man vor einer unabhängigen Behörde, vor einem Gericht seine Asylgründe noch einmal schildern darf. Ja. Dieses Recht ist ihm verweigert worden in diesem Fall. Es wurde nur vom BFA eine mündliche Einvernahme durchgeführt. Seine Asylgründe wurden nicht weiter geprüft vom BVWG, sondern das BVWG hat sich schlicht der Meinung angeschlossen. Das ist sehr ungewöhnlich, ja, passiert normalerweise nicht. Ich persönlich finde das sehr wichtig, auch dass man vor einem weisungsungebundenen Richter schildern kann, warum man seine Heimat verlassen hat. In dem Fall war das nicht, deswegen sind wir dann auch zu den Höchstgerichten gegangen, wo wir allerdings verloren haben, was allerdings auch recht überraschend ist, weil normalerweise auch die Höchstgerichte das als einen sehr wichtigen Punkt ansehen, dass man von einem unabhängigen Richter aussagen darf. Ja. Deswegen war die ganze Angelegenheit, muss ich schon sagen, recht ungewöhnlich, weil eben das Asylverfahren so extrem schnell dann abgehandelt worden ist, plötzlich, nachdem mal das Negativ vom BFA da gewesen ist. Das heißt, kann man die Gründe nennen? Darf man das? Was waren die Gründe? Ja, also grundsätzlich ist er kurdischer Herkunft und hat den Militärdienst noch nicht geleistet und deswegen ist es natürlich so, dass er Repressalien befürchtet, auch ist es so, dass es derzeit im türkischen Militär nicht sehr angenehm ist. Ja. Sagen wir es mal so, man weiß ja, dass auf der Grenze zu Syrien auf Flüchtlinge geschossen wird und so weiter. Also das ist keine leichte Situation. Wir sind leider fast am Ende der Zeit. Ganz kurz vielleicht noch eine schnelle Antwort. Wie geht es jetzt weiter in dem Fall? Naja, grundsätzlich wäre die Abschiebung geplant für heute 19 Uhr mit der Turkish Airline nach Istanbul. Wir kämpfen natürlich noch, haben auch gerade wieder eine Eingabe bei Gericht gemacht. Mitteilungswert ist auch, dass das BFA eine Eingabe zu Gericht gemacht hat, hier allerdings nicht auf die Argumente eingeht und auch nicht auf den Parallelfall eingeht, weil hier schlicht jegliche Argumente fehlen. Also die Rechtswidrigkeit dieser Handlungen steht fest aus meiner Sicht. Dr. Klammer, vielleicht haben wir noch einmal die Möglichkeit zu sprechen, wenn wir wissen, wie das Ganze heute vonstatten gegangen ist. Vielleicht besuchen Sie uns die nächsten Tage nochmal. Also dass die hochgeklickte Geschichte heute, muss man sagen, die dramatisch geändert hat, eben diese Hochzeit. Sie können das online auf UI24.at natürlich nochmal in Ruhe durchlesen.